dem Schwarzwald, die Pierre M. Krause Show. Zu Gast sind heute Dirk Müller und Maxi Gstettenbauer. Live-Musik kommt von Vincent Weiss. Und hier ist der neue Upload-Filter des SWR-Fernsehens. Hier ist Pierre M. Krause! Große Showband. Vielen Dank. Herzlich willkommen zur 556. Ausgabe dieser Show aus dem Studio 6. Und Sie spüren, es ist ein tolles Publikum. Und ich sage Ihnen zu Hause, weil Sie denken, das ist doch gekauft. Nein, das Publikum bekommt kein Geld hierfür. Und Sie bezahlen auch kein Geld, um heute hier zu sein. Ja. Wir wollen heute ein bisschen über Geld sprechen. Ich habe kürzlich zum Beispiel selber mal geguckt, wie sind meine Vermögensverhältnisse. Ich habe mein ganzes Geld von der Bank abgehoben und dann eine Stunde später wieder einbezahlt. Warum ich das gemacht habe, ich wollte einfach mal nachzählen, wie viel es ist. So. Ja, man weiß ja nicht, viele sagen ja, ich kann den Banken nicht mehr vertrauen. Jetzt zum Beispiel die Deutsche Bank und die Commerzbank wollen zu einem Bankenriesen fusionieren. Haben Sie sicherlich gelesen. Das ist natürlich eine Kostenminimierungsmethode. Weil so spart man sich zumindest am Ende einen Insolvenzverwalter. Deutsche Bank und Commerzbank, das ist ein bisschen, als würden Darth Vader und Lord Voldemort eine Firma gründen, oder? Ja, viele sind besorgt, weil sie wissen ganz genau, was passiert, wenn sich das Böse und das Grauen zusammentun. Ja, das wissen wir spätestens seit Modern Talking. Also Vorsicht! Aber es ist eine Unterhaltungsshow, es gibt auch gute Nachrichten aus der Finanzwelt, meine Damen und Herren. Ab 28. Mai sind die neuen Geldscheine im Umlauf. Das ist doch mal eine schöne Nachricht, oder? Ich sehe es an der Reaktion. Den meisten ist es egal. Hey Leute, es gibt bald neue Geldscheine. Und Boris Becker freut sich total, weil seine Alten sind gerade alle. Und wir freuen uns auch. Also hier in der Medienbranche freuen wir uns total. Wir Medienleute freuen uns sehr über die neuen Geldscheine, weil endlich hat man mal einen Hunderter in der Hand, an dem noch keine Koksreste dran sind. Das ist für uns auch neu. Es gibt in Frankfurt, das wussten Sie sicherlich nicht, also ich wusste es nicht, bis ich es besucht habe, in Frankfurt gibt es ein Geldmuseum. Und in diesem Geldmuseum haben die Humor, weil der Eintritt da, der kostet nichts. Ja, man fragt sich also, wo nimmt denn das Geldmuseum das Geld her, wenn sie gar kein Geld nehmen? Das ist kompliziert. Und weil ich Journalist bin, wollte ich das herausfinden. Und weil es heute die Wieso-Spezialausgabe der Pierre M. Krause Show ist, war ich im Geldmuseum, aber nicht umsonst. Herzlich willkommen in Frankfurt. Mein Name ist Pierre M. Krause. Und das M steht für Money, Honey. Hier im Geldmuseum werde ich einiges über Geld lernen, denn es ist sehr, sehr wichtig, viel über Geld zu wissen. Viel wichtiger als Geld wissen ist allerdings Geld haben. Ich guck, wo Dinge gratis sind, da brauche ich nichts bezahlen. Die Welt ist mir zu teuer und ich möchte lieber sparen. Sie sind Herr Rousseau und ja? Sie sind der Leiter des Geldmuseums? Ich bin der Leiter des Geldmuseums. Da geht's rein? Ah ja, das da haben Sie gesehen, weil da Geldmuseum steht, ne? Genau. Okay. Die Sachen, die ihr kauft, finde ich später. Sehr viele Kinder, habe ich gesehen. Ja, ja, das ist mit unser Kerngeschäft. Das Kinder sind Ihr Kerngeschäft? Jedenfalls hier als Besucher. Darum geht es ja auch, sozusagen auch den Kindern zu vermitteln, was ist. Und dann lernen Sie, wofür Sie sich Ihr ganzes späteres Leben zum Sklaven machen. Ach nee, da sollen eigentlich lernen, was Geld ist, wie Geld funktioniert. Wir können uns gleich mal so exotische Zahlungsmittel anschauen, so Kaurischnecken. Wo ist denn diese Schnecke jetzt eigentlich? Wir das Satz, den ich übrigens auch gerne mal nach einer Aftershow-Party sage, ja. Aber in diesem Fall. Also eine Kauri gilt als eine Kauri und es gibt keine Untereinheit. Und wie viele sind zwei Kauris? Ja, zwei Stück halt davon. Und fünf Kauris? Sind fünf Stück davon. Und was sind fünf Kauris minus drei Kauris? Sind zwei Kauris. Ja, ist korrekt. Ne? Ja. Die wahrscheinlich ungewöhnlichste Form, die Geld jemals angenommen hat, ja? Das Steingeld der Insel Yap im Pazifik. Die Japesen sind sehr stolz darauf. Die Japesen? Ja. Gibt's eigentlich Spesen bei den Japesen? Das ist eine gute Frage, die haben wir noch nicht geklärt. Ich schmeiß das Geld zum Fenster raus. Du stehst da unten, fängst es auf. Davon kaufst du diesen Hit und das Geld kommt zu dir zurück. Ich habe hier noch ein Riesengeld mitgebracht. Okay. Rätsel. Was bin ich? Tja. Na? Ein Scheinwerfer. Oh. Und hier kann ich testen, ob mein Schein echt ist?
Das ist immer das Einfachste, was man machen kann. Also wenn Sie mal einen Geldschein in die Hand kriegen, gehen drüber einen Euro und der ist merkwürdig glatt, dann haben Sie einen Anfangsverdacht. Das ist so das Jörg Pilawa-Syndrom, ne? Ja. Merkwürdig glatt. Ja. Irgendwie. Man will aber nicht drüber gehen, das ist der einzige Unterschied. Ah, ich muss mir die Nase putzen. Kann ich den 500er mal haben? Nein. Das ist wieder eine von unseren Sicherheitsvitrinen. Ja, da schieße ich einmal dagegen und dann kommt die Kugel zurück. Dann kommt die Kugel zurück, okay. Gut. Ein Goldbarren der deutschen Währungsreserven. Also, wenn man hier jetzt noch ein paar Kartoffelwedges und ein Salatblättchen, Franck Ribéry wird's essen. Man hat aber viel dran zu kauen, das ist echt. Was ist der Wert? Der ist im Moment so um die 430.000 Euro wert. 30.000 Euro, okay. Ja, wir machen das hier nicht wie im Berliner Bode-Museum. Denen ist ja so eine 100 Kilo Münze geklaut worden. Mit einem wirklich ausgeklügelten Plan. Die sind nämlich, das ist völlig verrückt, das ist komplex. Ich versuch's trotzdem mal zu erklären. Die sind reingegangen und haben die Münze mitgenommen. Genau. Also als das passiert ist, haben natürlich hier auch alle haben wir zusammengesetzt, müssen wir noch über die Sicherheitsmaßnahmen nachdenken. Haben Sie wirklich Hu gemacht vorher? Money, 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 must be funny in the rich man's world. Das Letzte, was Sie so als Eindruck mitnehmen, boah, super, ich habe den Goldbarren angefasst und dann gehen alle hier raus und haben glückliches Gefühl. Glücklich. Genau. Ich glaube, so wird es mir auch gehen. Nach diesem wirklich sehr interessanten Museumsgang habe ich diesen Goldbarren angefasst und werde sehr, sehr glücklich das Geldmuseum in Frankfurt verlassen. Ich habe einen großen, massiven Barren angefasst. Meine Damen und Herren, heute zu Gast Mr. Dax, Dirk Müller und Mr. Gags, Maxi Stettenbauer und Sänger Vincent Weiss. Und diese Band verdient mehr, als sie bekommt, die Showband Smash! Die beste Showband der Welt. Ich weiß das, ich habe die Welt gesehen. Ich habe einen Globus zu Hause. Vielen Dank nochmal an das Geldmuseum in Frankfurt, insbesondere an Herrn Rousseau. Besuchen Sie das Geldmuseum, es kostet nichts. Und wir bleiben jetzt bei unserem Thema. Ich habe ja gesagt, wir wollen über Geld reden und das tun wir mit einem absoluten Profi. Mein Gast heute ist nämlich Finanzexperte und er ist, Sie kennen ihn, er ist obligatorischer Talkgast in jeder Sendung, wenn es um das Thema Wirtschaft geht. Und in seinem aktuellen Buch, Machtbeben heißt es, sieht es ein bisschen düster aus. Er sagt, wir stehen nicht nur vor irgendeiner Weltwirtschaftskrise, sondern vor der größten aller Zeiten. Was bedeutet das für uns? Und ist es uns am Ende egal? Das wird er uns jetzt erklären, meine Damen und Herren. Hier ist Mr. Dax, Dirk Müller! So, normalerweise, wir haben uns auf das Du geeinigt. Ja, das ist okay. Nicht, dass Sie denken, der Müller duzt den Krause einfach sehr unverschämt. Dann ist an der Börse immer so mit dem Du. Ja, das ist, wir sind hier in der Branche, sagen wir alle per Du. Du hast, du bist normalerweise in seriösen Talkshows. Das ist jetzt... Bist du keine? Habe ich ja. Falsches Briefing? Wahrscheinlich ist es, ich habe mir nämlich genau gedacht, seid ihr euch sicher, dass der zugesagt hat? Und so. Und, aber das ist eine wissentliche Entscheidung, nicht, dass du denkst... Das werden wir gleich sehen, du. Weil du warst bei Frank Elstner, das war deine erste Talkshow. Das war die erste Talkshow hier in Baden-Baden, so ein paar Straßen weiter, Menschen der Woche. Und da habe ich wahnsinnig viel gelernt von dem Elstner. Genau, du hast gesagt, der hat dir Tipps gegeben. Was für Tipps hat er dir gegeben? Müller, es muss Sie einen Scheiß interessieren, was andere über Sie sagen und denken. Machen Sie Ihren Job so gut Sie können. Lesen Sie nicht, was andere über Sie schreiben und denken. Das erspart Ihnen Depressionen und Höhenflüge. Und so halte ich, soweit es geht, bis heute. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen. Wir stehen vor dieser Bankenfusion. Und wir hören immer wieder, es wird diskutiert und es wird geklärt. Die Commerzbank und die Deutsche Bank wollen fusionieren. Und es entsteht dieser Bankenriese. 30.000 Jobs stehen sozusagen auf der Kippe. Und man denkt sich so, ja, das klingt irgendwie nicht alles so sympathisch. Ist das ein großes Problem? Also ist das eine Allmachtstellung, die dann haben, oder nicht?
Ja, das Problem ist, dass wir nicht wissen, was das Ganze soll. Wenn du einen Masernkranken und einen Grippenkranken zusammen ins Bett packst, kommt da kein gesunder Sprint dabei raus. Von daher, uns ist an der Börse relativ unklar, was das Ganze soll. Die beiden Banken haben ein Problem. Guck mal, unten im Massengeschäft, das sind die Volksbanken und Raiffeisenbanken. Und die machen das ziemlich gut. Die sind in jeder Ortschaft und lassen die Deutschen nicht mitspielen. Und oben ums große Geschäft, international, das sind die amerikanischen Banken, die großen Häuser. Und die sagen, ihr Deutschen, ihr spielt hier mal nicht mit. Das ist unser Spielplatz. Also pendeln die ja ständig hin und her und wissen nicht, wo sie hingehören. Ja, um irgendwie das Problem zu lösen, ja, versuchen sie es auf allen möglichen Tricks. Bisher ist ihnen noch nichts eingefallen. Aber würde das tatsächlich, also würde, wenn so ein Bankenriese entsteht, ne, und wir reagieren ja auch allergisch, wenn wir zum Beispiel die Deutsche Bank in so einem großen, komplexen Thema hören, da erinnern wir uns an Zeiten, da hatten wir schon mal eine Finanzkrise sozusagen ausgelöst durch solche Entscheidungen. Müssen wir uns Sorgen machen? Ach, Sorgen ist immer falsch, aber man sollte die Situation kritisch beobachten. Im Moment ist es nicht akut, aber klar, die Deutsche Bank steht nicht gut da und der Aktienkurs ist nicht aus irgendeinem Grund bei 7 Euro noch was. Das hat schon seinen Hintergrund und das kann der Sinn sein, den man dahinter durchaus sehen kann. Schmeißt die beiden zusammen, hau eine Staatsgarantie hinten dran, dann hören die Diskussionen auf. Also das kann man sich vorstellen, dass der Finanzminister sagt, bevor es jetzt demnächst mal wirtschaftlich schwieriger wird, weil das ja eins nicht vergessen wir, wir haben jetzt seit 10 Jahren, wir haben den größten Wirtschaftsaufschwung seit ewigen Zeiten, 40 Quartale Wachstum und trotzdem sind die Banken in Schwierigkeiten. Ja. Jetzt kann man sich ungefähr vorstellen, was passiert, wenn der nächste Abschwung kommt, der ja vollkommen normal ist und dazugehört. Also ob es italienische Banken sind oder unsere deutschen, da können wir uns durchaus Gedanken drüber machen. Du sagst, es wird die größte Weltwirtschaftskrise die wir hatten. So ist es zumindest. Es ist vor der größten Wirtschaftskrise aller Zeiten. Warum die größte? Das heißt nicht, dass wir jetzt hier mit hungernden Banden rechnen müssen, die durch die Stuttgarter Innenstadt ziehen, auf der Suche nach Essen im Mülleimer, um Gottes Willen. Sondern aber das tun die Schwaben sowieso, aber nur um zu sparen. Gut. Also das ist kein neues Bild. Gut. Ja. Wir Badener sehen das ähnlich. So. Tatsächlich, wir haben in China die größte Blase, die wir jemals aufgebaut haben. Über fast 40 Jahre Wachstum, eine Riesenstory. Immer wenn eine tolle Story entsteht, entsteht eine große Blase drüber. Goldrausch in Alaska, man hat Gold gefunden und unglaublich viele Glücksritter kamen. Die Blase war viel größer als das echte Gold. Jetzt China, Riesenstory, ein Milliardenvolk will zum Westen aufschließen. Die Story ist echt. Darüber eine riesen Hoffnungsblase. Die Glücksritter aus aller Welt kamen jetzt die letzten Jahre dorthin mit ihren Milliardensummen und haben eine Riesenstory gebaut. Wir können uns nicht ansatzweise vorstellen, was da alles schiefgegangen ist. Die haben ganze Millionen Städte für Millionen Einwohner, in denen keiner wohnt. Die stehen leer. Wir gönnen uns einen Flughafen Berlin-Brandenburg, die haben wir auf ein Dutzende. Ja. Ja, so, das kann nicht ewig gut gehen, das muss korrigieren. Und je größer diese Blase, umso heftiger die Korrektur. Und es sieht aus, als würde das jetzt relativ bald anstehen. Und die größte ist es deshalb, weil A, China ziemlich mächtig, ziemlich groß ist. Und zweitens, wir heute eine globalisierte Welt haben. Und wenn es heute zu einer Krise kommt, ist die sofort rund um den Globus da. Früher gab es mal hier Krise und da war Aufschwung. Jetzt wäre es zum ersten Mal, dass es rund um den Globus geht. Und deshalb sage ich, große Fallhöhe, einmal um den Globus, das wird heftig. Wahrscheinlich wirst du das nie gefragt, aber ich mache es jetzt einfach mal, weil ich immer der bin, der die Frage zuerst stellt. Dirk, wie soll ich mein Geld anlegen? Oh, du. Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Ja, das wusste ich. Ja. Die knallharte Journalist. Die Frage ist neu. Mach ihn da draus. Um wie viel reden wir? Die. Das ist. Provision oder komplett, was ich anlegen möchte? Fangen wir erstmal mit deinem Geld an. Das ist übrigens hochinteressant. Das ist auch, wir reden nie über Geld. Ne? Das ist mir ganz oft, wenn man so in privaten Kreisen ist, man kann über alles reden: Hautausschläge, Geschlechtskrankheiten irgendwie. So, ne? Habt ihr das Thema öfter? Ja, ausschließlich eigentlich. So, aber sobald man da zur Frage kommt, sagen, was verdienst du eigentlich? So, das kann ich doch nicht sagen. Ja, klar, so, warum? Ne? Warum ist das so? Wenn du jetzt sagst, wie viel du verdienst, ja? Mit deinen 470.000 im Jahr. Das ist das, was ich verdiene. Die Hälfte im Raum sagt, boah, der reiche Sack. Und die andere Hälfte, ach Gott, die arme Sau, dafür geht er arbeiten. Ja? Das heißt, wie du es machst, ist es verkehrt. Du bist immer der Mops, also lässt es am besten bleiben. Und das ist halt nur mal, wir haben nur mal in Deutschland eine Situation, wo du dich ständig mit anderen vergleichst. Und dann hältst du halt besser den Mund, weil du kannst eh nur falsch machen. Also gut, dann nochmal abschließend die Frage, wie soll ich jetzt meine Kohle anlegen? Ich würde sagen, gib's aus, mach eine schöne Party, lad alle Leute hier heute Abend ein. Vielen Dank, Dirk Müller. Dann hast du
Dann hast du zwar weniger Geld auf dem Konto, aber du bist ein so glücklicher Mensch an diesem Abend und die Tage danach. Und die werden so viele Leute so dankbar sein, das kannst du mit Geld gar nicht bezahlen. Also gut, Leute, eine Kiste Oettinger und eine Tafel Ja-Schokolade. Abgemacht? Vielen Dank, Dirk Müller. Machtbeben ist das aktuelle Album, das aktuelle Album. Singt auch. Und du bist auf Tour, das wollen wir auch noch sagen. Du bist auf Tour mit Lass den Bullen raus. Das heißt, du erklärst, ich nehme an, unterhaltsam und für alle verständlich, Börse und auch solche Sachen, wie ich mein Geld anlege. Am 1. Mai in Stuttgart. Hast doch. Und kommst Stuttgart. Du mit der Bahn nach Stuttgart? Nee, ich fahre gern Auto. Ich liebe Autofahren. Und ich überlege mir immer, wie oft ich noch im Block um Block fahren muss, damit das Wetter so schön warm bleibt. Ach, ist auch eine Methode, ne? Ich finde auch, am Ende muss das. Wir werden nur dann auf Energiealternativen umsteigen, wenn die Ressourcen aufgebraucht sind, ne? Im Grunde ist das ein ökologisches Modell, was der Müller da sagt. So, jetzt freue ich mich sehr auf einen, wie ich finde, der besten Comedians, die wir in Deutschland haben. Er ist ein hervorragender Stand-Up-Comedian. Er ist derzeit unterwegs mit seinem Programm Lieber Maxi als normal. Außerdem hat er 2 Sendungen bei Comedy Central. Eine neue jetzt, Roast Battle heißt sie. Und wir freuen uns sehr, dass er hier ist, weil er ist auch ein Zocker. Ja, kann man sagen, er ist auch ein Zocker. Nicht so sehr mit Finanzen, eher so mit der Playsee. Und womit er sonst so spielt, das erfahren wir jetzt. Hier ist der großartige Maxi Stettenbauer! Danke sehr. Schönen guten Abend, hallo. Hi, servus. Ja, genau. Pierre hat's gesagt, ich bin so ein Zocker. Ich zock gerne auf der Playstation. Das hat sich jetzt aber erledigt, weil ich bin ganz frisch verheiratet. Tatsächlich. Ja, danke sehr. Das war ein bisschen Mitleid war das gerade von euch. Nee, ich bin tatsächlich ganz frisch verheiratet seit einem halben Jahr. Und ich glaube, ich sag's hier bald. Ich war beim Antrag so nervös, ne? Vor allem, weil ich den richtigen Ring ja auch finden wollte. Ne? Und ich bin dann zum Juwelier gegangen. Und wisst ihr, was ich beim Juwelier festgestellt habe? Ich bin nicht reich. Alter, ist es teuer! Ich habe einen Preis von dem. Ich war beim Juwelier, ich sehe einen Preis von dem Ring und ich einfach nur so. Ich stupse die Olle einfach bei Facebook an. Was soll die Scheiße? Meine Güte, ey. Aber meine Frau steht halt auf schöne Sachen. Das ist halt das Ding, ja. Ich war zum Beispiel letztes Wochenende mit ihr Blumen einkaufen am Wochenende. Und dann sind wir in Köln, ich lebe in Köln, in so ein Gartencenter gefahren, ja. Und wir waren in diesem Gartencenter und auf einmal war mir langweilig. Wie konnte das passieren? In einem Raum voll mit Pflanzen. Langweilig, mir unerhört. Wie kann das sein? Das Problem ist, wenn mir langweilig ist, dann baue ich Scheiße. Das ist ganz schlimm. Die hatten da ein Regal voll mit Gartenschläuchen. Gartenschläuche, ein ewig langes Regal, nur Gartenschläuche. Kennt ihr Matrix, die Szene, wo die Waffenschränke so vorgefahren kommen? Das gleiche nur mit Gartenschläuchen. Ja? Gartenschläuche, Gartenschläuche, Gartenschläuche. Vor diesem Regal mit diesen unzähligen Gartenschläuchen stand ein Schild: Bei Fragen sprechen Sie uns an. Ich hatte sehr viele Fragen. Ich wollte einfach nur gucken, wie weit ich komme mit meiner Verarsche, ja? Weil wie viele Fragen kann man bei Gartenschläuchen haben? Ich weiß es nicht. Also gucke ich, wie weit ich komme. War so ein Verkäufer, ich spreche den an. Entschuldigung, ich habe ein Problem bei mir zu Hause. Ich habe Wasser. Hier. Ich will's aber. Da.
Ey, Alter, ich musste mich so zusammenreißen, nicht zu lachen. Ohne Scheiß. Ich guck diesen Typen an, meine Fresse zuckt so. So, als ob der Vielsafttrank von Harry Potter aufhört zu wirken. Können Sie mir dabei helfen? Und dann sage ich noch den Satz obendrauf. Ich google schon seit Jahren. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Und der Typ, der hat das ernst genommen. Der wirklich so. Versuchen Sie es mal bei den Eimern. Da, Oh, danke sehr. Hey. Naja, aber wir waren dann Gott sei Dank fertig und sind dann zusammen zur Kasse. Und sie hatte auf dem Einkaufswagen einen ganzen Urwald. Kein Problem. Und wir waren an der Kasse und hinter uns stand so ein älteres Pärchen, okay? Und die Dame fing auf einmal an zu husten, Alter. Und zwar nicht irgendwie so vorbei. Nee, sondern richtig so. Wo ich davor stand, Alter, The Walking Dead in the House, was ist hier los? Und ihr Husten hat mich nicht besorgt. Was mich besorgt hat, war die Hoffnung in seinen Augen, ja? Weil die Frau fing an so, und der Ehemann so, ist heute der Tag, wo ich endlich frei bin? Und das war für mich eine Lehre als frischer verheirateter Mann, als frischer Ehemann. Wenn du in einer Beziehung bist und du hast das Gefühl, dass dein Partner sterben muss, mach Schluss. Dankeschön fürs Zuhören. Herzlichen Glückwunsch. Hey, danke sehr. Zur Hochzeit. Du hast es endlich. Maxi, danke. Dirk, ihr kennt euch, ihr habt euch kennengelernt. Ja. Sehr geil. Sehr, sehr gut. Lieber Maxi als normal, das ist das aktuelle Programm. Ja, genau. Und so viele Sendungen bei Comedy Central. Die neue ist Roast Battle. Comedy Roast Battle auf Comedy Central ab 27. April. Das bedeutet, Comedians beleidigen sich gegenseitig. Ja, beleidigen, kabbeln. Oh, was für ein süßer Terminus. Weißt du, es ist so, ich finde, beleidigen ist nicht witzig. Ja? So ein bisschen kabbeln, sich ein bisschen necken, das ist lustig. Und das machen wir, indem wir den anderen einfach Arschloch nennen. Ah, okay. Das passiert ja normalerweise hinter der Bühne regelmäßig. Und ihr dachtet, wir verfilmen das jetzt mal. Wir haben uns einfach überlegt, wir holen die nette Stimmung des Showgeschäfts aus den Backstage in den Vordergrund. Die ehrlichste Sendung auf Comedy Central. So ist es. Comedy Roast Battle. Ganz interessant ist, Dirk, Maxi hat ein sehr interessantes sozusagen Investmodell mit deinem ehemaligen Programm Maxipedia. Maxipedia. Gestartet. Du hast dein Programm komplett online zur Verfügung gestellt. Ja. Und jeder durfte zahlen, was er will. Also nichts, aber eben auch 100 Millionen Euro. Und was kam raus? Ja, nix. Was kam raus? Ja. Nein. Das muss im Schwarm gewesen sein, oder? Nein, überhaupt gar nicht. Das war total erfolgreich und ist auch, ich hab auch die Aufzeichnung für mein Programm selber finanziert. Und es hat sich komplett refinanziert und ich habe auch noch ein bisschen Gewinn gemacht. Das haben bis zum heutigen Tag 22.000 Menschen runtergeladen. Toll. Und was haben die im Schnitt bezahlt? Da gibt es dann so einen Zwischenwert oder so. 4 Euro. Aber das ist doch gut. Im Durchschnitt super. Also es gab da Leute, die haben natürlich so ein ganz kleiner Prozentteil haben dann so 50 Euro auch bezahlt, weil sie es mega geil fanden. Toll. Die meisten haben dann natürlich mehr als die Hälfte umsonst. Aber ganz viele haben sich es umsonst runtergeladen und dann noch mal runtergeladen, aber dann was bezahlt. Ach, toll. Cool. Also, das ist cool. Hättest du ihm dazu geraten, dieses Modell zu machen, oder hättest du gesagt, nee, komm, nimm 5 Euro? Nee, ich finde es total geil, mal was auszuprobieren. Ja. Ich meine, hey, jeder versucht im Internet irgendwie sein Geld damit zu machen oder das zu kapitalisieren. Die Großen in Medien gelingt es nicht. Das ist eine geile Idee, und wenn sie funktioniert und die Leute sagen, Mensch, das ist Qualität, das ist mir es wert und ich will, dass ihr noch eine Show macht und deshalb, komm, zahle ich das, finde ich super. Wir haben auch Crowdfunding bei Filmen und sowas, genau. Unterstützen wir auch gerade. Wir haben so ein paar Filmmacher, die anders auch nicht vorwärts kommen und die machen eine Dokumentation, stellen es online und die Leute können dann freigeben, was sie wollen und also tut super Geschichte. Ja. Und es ist auch so, dass ich habe es dann auch auf YouTube gelandet
Und da hat es dann noch mal 1,5 Millionen Aufrufe gekriegt. Gold. Aber da kriegst du keine Kohle für, ne? Das ist einfach nur Man denkt, dass das nichts bringt, aber dadurch bin ich halt bei genug Leuten bekannt geworden, dass ich halt jetzt touren kann einfach, ne? Also diese Einstellung als Künstler, wie verdiene ich maximal viel Geld, das ist kurzfristig, das bringt nichts. Du musst gucken, so, wie kriege ich meine Sachen an die Leute ran. Und das Internet ermöglicht das einfach. Das ist auch nachhaltiges Denken, was du gerade sagst. Ne? Nicht auf einmal viel Geld machen, sondern schön... Ja, ich habe alle Bücher von ihm gelesen, deswegen weiß ich. Absolut. Ach, du warst das. Ja, ich habe Amazon-Bestsellerliste 4 hast du mir zu verdanken. Ja, yes. My day. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Da entstehen Freundschaften zwischen Ökonomie und Comedy. Das ist doch wunderbar. Jetzt gipfelt das Ganze noch in einem musikalischen Highlight und gleich werden wir einen durchgehenden, hochfrequenten Ton kreischender Frauen aus dem St. Ursula-Gymnasium hören, denn, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, einen sozusagen alten Freund wieder zu treffen. Wir haben uns beim New Pop Festival kennengelernt. Es war ein sehr schöner Talk, den wir gemeinsam haben. Ich freue mich sehr, dass er jetzt mit seinem neuen Album irgendwie anders bei uns ist. Und ich glaube, ich muss ihn nicht erklären, denn dieser Mann stapelt Erfolge wie andere Wäsche. Was für eine Moderation. Hier singt er live, meine Damen und Herren. Irgendwie anders als das Album. Und hier ist er live. Hier ist Vincent Weiss. Dankeschön. Vincent Weiss! Vielen Dank! Schön, dass du da bist! Dankeschön, Dankeschön. Vincent ist auf Tour, die irgendwie anders Tour. Das ist das Album, kaum erwarten kann ich sie. Nächste Woche, da sind wir nämlich auch wieder da. Vielen Dank an Dirk Müller! Machtbeben und lass den Brunnen los ist das Programm. Vielen Dank an Maxi Stettenbauer! 700 Sendungen bei Comedy Central, alle sind gut. Nächste Woche Marc Weide und Michael Schulte schalten Sie ein. Bis dahin auf Wiederfernsehen! Oh mein Gott, was ist das? Ach, Entschuldigung, das ist ein Video, das kann man anklicken. Und man kann auch... Oh mein Gott, was ist das? Das ist ein Knopf von meiner Brust. Das ist der Knopf zum Abonnieren der Pierre M. Krause Show bzw. unseres YouTube-Kanals. Da gibt's ganz viele tolle Sachen. Tja, das war auch schon alles, was ich euch sagen wollte. Oh mein Gott, was ist das?